Okay, Jungs, na los, beeilt euch, es geht bald weiter. Ah, Hiroyuki Kata. Hi, nenn mich Hiro. Schön, dich zu treffen. Ich dachte schon, du und dein Fahrer, ihr würdet es nicht schaffen. Ich bin von Live, der Firma, die dieses Rennen sponsert. Und ich leite das Event. Komm mit mir. Nun, vielen Dank. Ich bin total begeistert. Danke für diese Chance. Keine Ursache. Wir suchen immer nach neuen Talenten und ihr passt da gut ins Schema. Ihr wisst das sicher schon, aber macht es richtig in diesem Rennen und euch öffnen sich viele Türen. Kapiert. Wir enttäuschen dich nicht. Mich enttäuschen? Darum geht es hier gar nicht. Das ist eure Chance, Leute zu beeindrucken. Die Events meiner Firma sind die Eintrittskarte zu jeder Rennfamilie da draußen. Ihr wollt doch fahren, oder? Oh ja, das bedeutet uns wirklich viel. Wir haben unsere Rennen gestreamt, aber zwecklos. Ich glaube, niemand wartet auf Nobodies. Glaubt mir, zeigt der Welt hier, was ihr drauf habt. Und ihr bekommt Follower, ruckzuck. Wuppt das Rennen und eure explodieren. Wir tun unser Bestes. Hiro, mein Freund, es geht nicht um euch. Ich will legendäres Draufgängertum. Egal, ich muss los. Irgendein Rennen wartet auf mich. Dann viel Glück. Okay, vielen Dank. Es kann losgehen, Kumpel. Hals und Beinbruch. Brich dir von mir aus alles, was du hast. Nur fahr so gut wie immer und wir spielen bald in der großen Liga. Willkommen in der Stadt, die niemals schläft. In diesem Event wird New York von Rennfahrern übernommen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Das ist keine Stadt, das ist ein Spielplatz für die besten Piloten und Fahrer von heute und morgen. Wir sind heute hier für die erste Episode der diesjährigen Live Extreme Series. In dieser Saison treten talentierte Newcomer ihre Chance, all die Rennteams da draußen zu beeindrucken und glaubt mir, sie sehen alle zu. Und genauso wichtig ist es für sie, Spannung zu erzeugen, denn nur so halten sie die Fans bei Laune. Und darum geht es ja. Werde Rennfahrer, setz dich in Szene und sieh, wie deine Followerzahlen explodieren. Apropos in die Luft gehen, seht euch diesen Sprung an, da habt ihr es. Die Zahlen gehen durch die Decke. Und jetzt wird es bei Live Extreme!
Follower gewinnt man natürlich, indem man siegt. Aber das ist nicht der einzige Weg. Mach einen spektakulären Stunt wie diesen und die Fans kommen in Scharen. Seht's euch an! Zwei Drittel der Strecke liegen hinter uns und ich glaube, wir sehen hier gerade den neuen Star am Rennhimmel. Für das große Finale legen wir noch einen drauf. So ist das heutzutage. Nur ein guter Fahrer zu sein, reicht nicht mehr. Man muss nicht nur auf, sondern auch jenseits der Strecke glänzen. Und natürlich in den sozialen Medien Präsenz zeigen. Es ist eine einfache Rechnung. Je mehr Follower man hat, desto mehr kommen hinzu. Unterschreibe beim ersten Rennteam und das zweite wirft ein Auge auf dich. Schare Fans um dich und die Verträge flattern herein. Anders gesagt, einem Fahrer, der genug Follower anzieht, eröffnen sich neue Rennwelten. Wir nennen sie Disziplinen. Ihr werdet sie großartig nennen. Und ist großartig nicht das, was wir alle wollen? Ich spüre schon den Ansturm der Follower. Ihr nicht? Aus dem Herzen von New York City war dies die Live Extreme Series Episode 1. Danke fürs Zusehen und folgt uns in den sozialen Medien. Cool, es ist jetzt offiziell. Wir haben groß abgeräumt. Menge Autos. Das ist wie das größte Buffet der Welt und wir können überall einmal abbeißen. Es geht um Street Racing, Offroad, Pro Racing, Freestyle. Wir können mit jedem eine Testfahrt machen oder von mir aus mit allen. Wähl einfach, womit du anfangen willst und los. Herzlich willkommen zur Motor Nation. Haben die Sachen. Es ist deine Wahl. Womit sollen wir anfangen?
Hey du, ich bin Wade Palmer. Vielleicht kennst du mich. Das ist meine Show. Ich suche nach jemandem, der abseits der gesteckten Pfade fährt. Ich leih dir einen Wagen. Mal sehen, ob du es drauf hast. Worum's geht? Schnapp dir die Schlüssel und finde es raus. Gewinnst du, behältst du das Auto und nimmst an ein paar echten Rennen teil. Wenn nicht, dann bekomme ich ihn zurück und leb wohl. Aber du verlierst doch nicht.